Servus, grüezi und hallo, willkommen bei Lorenz kocht. Jetzt gibt's einen, wie heißt gleich nochmal? Eine Aromade. Eine Rauchomade. Und zwar, dazu brauchen wir die gedämpften Kartoffeln. Wer das Video gesehen hat, Schnitzelkartoffeln und Leccio, der wird sie kennen. Ansonsten schreibe ich es nochmal kurz in die Videobeschreibung, findet ihr dann unten drin, wie immer. Also, wie funktioniert das Ganze? Also, wir haben hier gedämpften Kartoffeln. Tun die durch eine Reibe durch. Schön klein machen und dann hat man am Ende so ein schönes, homogenes Produkt am Ende. Das ist eine geriebene Kartoffel. So, dann heizen wir eine Pfanne schön vor. Schön heiß muss es sein. Wunderbar. Geben dazu unsere schöne Butter wieder rein. Man kann das Ganze auch mit Öl oder anderen Sachen anbraten. Noch Das ist mehr. wieder Geschmackssache. Ich bekomme gerade von meinem Manager gesagt, da muss viel mehr Butter rein. Die ganzen Kartoffelteig nimmt das Ganze auf. Auch für die Leute wichtig, die es dann auch mit Öl machen. Nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig. Sonst wird das alles eine etwas schlapprige Masse. So. Wie man hier sehen kann, das muss alles richtig schön brutzeln. Dann kommt die Masse einfach ab in den Tiegel. Sollte auch nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig sein. Wegen der Butter und dem Ganzen. Schön verteilen das Ganze. Weil wenn es irgendwo zu dick ist, wird es nicht ganz durch. Das Ganze wird natürlich von einer Seite her noch gesalzen und gepfeffert. Nee, gepfeffert nicht. Das ist alles wieder Geschmackssache. Erst salzen, bevor du das Muss Rest gibst. natürlich auch eine komplette Masse ergeben. Das Ganze etwas zusammenschieben. So, wir nehmen jetzt mal so einen halben Löffel mit Salz und geben das Ganze drüber. Dann, but not least, noch unseren schönen schwarzen Pfeffer. Wie gesagt, Geschmackssache. So, dann wird die Sache nochmal ein bisschen schön angedrückt, damit das auch alles eine, ich sag mal, ein Fladen kann man jetzt nicht sagen, sondern ein homogener Teig wird. Ab und zu mal ein bisschen schwenken, gucken, ob es nicht anbrennt. Wie gesagt, Ofen läuft auf Hochtouren. Das Braten dauert jetzt auch nicht so lang, deswegen mache ich da auch keinen Cut. Immer schön gucken, dass sich auch keine großen Luftblasen bilden. Das jetzt braten, drin, nicht mal drin rummehren, braten lassen. Genau, auch nicht zu viel drin rumrühren, sonst tut man das ganze Ding wieder zerstechen. So, vom Rande her sieht man dann auch, wie der Teig so langsam anzieht, vielleicht auch etwas bräunlich wird. Geben wir dem Ganzen noch mal ein bisschen Zeit. Wird kalt. So, schon mal als Vorgeschmack, so sieht es am Ende aus. Ich zeige euch dann gleich mal meinen. Der wurde jetzt vom Chef gemacht. So. Ja, in dem Moment, in der Zeit, bis das nochmal so ganz durch ist, für die Leute, die das erste Video nicht gesehen haben mit Schnitzel, mit Kartoffeln und Leccio, das sind gedünstete Kartoffeln, die ich in einem Dämpfer gemacht habe. Kann ich hier an der Stelle gerade nochmal vorspielen. Wie gesagt, das ist unser Dämpfer, Untertopf, in den Wasser reingeführt wird bis zu einem Viertel, mit dem Obertopf sozusagen den Dünstaufsatz, wo dann die ganzen Kartoffeln reinkommen. Und die werden dann von unten mit dem kochenden Wasser durch den Dampf, werden die dann schön gegart. Oben natürlich Salz und groben Kümmel drüber. Das sind die schwarzen Punkte hier. Ich hoffe, man kann es gut erkennen. Das ist ganz normaler Kümmel, nicht zerstoßen und auch nicht gestampft oder sonstig zerkleinert. Joa.
bekommt man jeden guten Küchenfachhandel oder auch vielleicht bei IKEA. Mal schauen. So, Richtig. das ganze Ding müsste jetzt soweit gut sein. Dann Ja, da. der Rand ist auch soweit ganz fest. So, um das Ganze rumzudrehen, legen wir einen Deckel oben drauf. Wer das bringt mit einem Schwupp, kann das natürlich auch tun. Ich mache es lieber so, um mich nicht zu blamieren. So, zack. Genau. Siehst du, und da habe ich mich schon mal blamiert. Wunderbar. Ist jetzt auch nicht so schlimm. Das Ganze erstmal zurück in den Tiegel. Ein kleiner Fehler beim Kochen ist immer dabei. Jetzt habe ich zum Beispiel auch die Butter vergessen durch den ganzen Stress. Macht aber nichts. Müsst ihr nicht umgehen. Kann man jetzt erstmal so nochmal dazu tun. Denn der wird von der zweiten Seite nur etwas kurz angebraten. Kann ja nicht immer perfekt laufen. Das ist erst mein zweites Mal, glaube ich. So, bei der zweiten Seite noch mal so 1-2 Minuten anbraten, dann ist das Ganze auch schon fertig. Ein arme Leute essen, also ein Herzgesund. Ich bekomme auch gerade noch von der Seite gesagt, ein sogenanntes arme Leute essen aus dem Erzgebirge, weil es damals halt nicht sehr viel gab und man musste seine Reste vertun. Man brauchte sehr wenig, um sehr viel zu bekommen, um seinen Magen zu füllen. Besonders auch im Erzgebirge. Ja, wer das vielleicht weiß, Bergbaustadt und sonstiges, da gab es immer viel zu tun, da musste gekräftigt werden, beziehungsweise kräftiges Essen auf dem Tisch. So kräftig ist es jetzt eigentlich nicht, bis auf die Butter, wenn man es mit Öl macht, hat man natürlich etwas weniger Fett dran. Ansonsten reine Kartoffel, Salz und in diesem Fall Pfeffer. Man kann das Ganze natürlich auch etwas aufpeppen, indem man wieder Wurst oder was weiß ich, man kann auch Käsestückchen mit reinschneiden und das Ganze Nehmen wir Pfanne. zusammenrühren und das Ganze dann auch in die Pfanne schön anbraten. Bei Käse aufpassen, der Käse könnte eher schwarz und anbrennen als die Kartoffel so an sich. Ein Spiegelei drauf machen. Oder man könnte ein Spiegelei drüber machen. Das ist alles wieder Geschmackssache und der Fantasie sind da keine Grenzen gesetzt. So. Das Ganze ist jetzt natürlich nicht so schön geworden wie bei meinem Chef. Aber es landet im Magen sowieso anders als wie es alles auf dem Teller liegt. Da würde ich sagen, einen guten Appetit und bis zum nächsten Mal.